dann nicht mehr so gut aussah mit den Materialkosten, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und das ist dann irgendwann, hat es dann doch den Rahmen gesprengt und dann habe ich einfach auch nicht mehr aufgeschrieben. Hast mich voll erwischt. Ja, das ist ein Kabarett, kann man auch so sagen. Statistical Turn. Viele neue Förderempfänger aus den Kulturszenen haben ihre Begeisterung über den Geldsegen noch nicht abgelegt oder gar hinterfragt. Sie haben Strategien entwickelt, die Förderwelle zu surfen, sich an neue Kriterien und Engführungen anzupassen. Vom Ökonomen Richard Florida zu Beginn des neuen Jahrtausends zusätzlich als Creative Class geadelt und für unverzichtbar. Bei anderen zeigt sich nach einigen Jahren inzwischen Ernüchterung, wenn sie bemerken, dass es zunehmend schwieriger wird, mit ergebnisoffenen Projekten bei Entscheidern auf Interesse zu stoßen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich halte die Entwicklung hin zu immer mehr Festlegung für gefährlich. Zum einen aufgrund von vorkuratierten Themen, der damit einhergehenden unmittelbaren Einschränkung inhaltlicher Diversität. Zum anderen, und hier komme ich zurück zum behaupteten Kollateralschaden, aufgrund der offenbar sehr stabil konstruierten Nähe von Kultur und Verwertbarkeit. Im schlimmsten Fall wird von Kultur inzwischen erwartet, dass sie wirtschaftlichen Nutzen bringt. Nicht als sogenannter weicher Standortfaktor oder aufgrund von Umwegrentabilität, sondern ganz direkt nach Abschluss jedes Projektes nachzuführen. Zumindest aber gilt es zunehmend als Mindeststandard, dass Kultur darstellbar wird, sich zahlenmäßig erfassen und in Statistiken verwandeln lässt. Tatsächlich könnte man hier entsprechend der Mode Kultur in Turns zu denken, von einem Statistical Turn sprechen. Dieser Umstand überträgt sich zudem von geförderter Kultur, wo Darstellbarkeit und Nachvollziehbarkeit direkt eingefordert werden können, auf jede Art von Kultur. Es geht dabei um Wahrnehmbarkeit, die etwas anderes ist als Darstellbarkeit. Und die Bereitschaft und Fähigkeit, auch jene Kultur wahrnehmen zu können und zunächst zu wollen, die nicht leicht kategorisierbar ist, nicht erwartbar oder kalkulierbar ist, die sich in Szenen prozessual oder intuitiv entwickelt, die aus den richtigen Konstellationen und Situationen erwächst und ungeplant Wichtiges und Neues hervorbringt. Solche Kultur ist es meiner Meinung nach, aus der sich was gesamte Kultur- und Kreativwirtschaft notwendigerweise speist. Je später die Verantwortlichen die Konsequenzen ernst nehmen, desto mehr kulturelle Basis wird bereits verschwunden. Du hast schon wieder alles ausgegeben, ne? Mann, das geht aber auch schnell schon wieder. Das ist, wir können einfach nicht kalkulieren manchmal, das ist das Problem, glaube ich. Aber sonst macht es ja auch keinen Spaß. Ich glaube, sonst würden wir nur die Hälfte hinkriegen, wenn wir immer jede Zahl umdrehen würden. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen zum Oschi, oder? Und gucken mal, dass wir uns dann da nochmal unterhalten und gucken, wie wir es machen. Schönes Ding. Tommy, hau rein. Tschüss.